So, wie in dem letzten Video angekündigt, zeige ich euch hier jetzt, wie ihr euer 360-Grad-Panorama für Facebook oder Google Street View aufbereitet. Dafür habe ich hier schon mal eine vorgefertigte Datei. Das ist ein Bild aufgenommen mit einer Ricoh Tilda SC, was ich einfach komplett weiß gefärbt habe, um die EXIF-Informationen zu erhalten, damit Facebook und Google Street View die Bilder auch vernünftig erkennen. Zusätzlich habe ich dabei die Auflösung noch etwas erhöht, dass ich nicht nur ein 16-Megapixel-Bild hochladen kann, sondern habe das Ganze auf 32 Megapixel angehoben, also 8000 mal 4000 Pixel. Insgesamt muss das Bild, um es vernünftig darzustellen, auch im Seitenverhältnis 2 zu 1 sein. Und jetzt lade ich mal das gestitchte Panorama rein. Das müssen wir eigentlich nur über diese weiße Fläche legen, vernünftig ausrichten. Und dann sind wir auch schon fertig. Einziger Nachteil an der Methode ist, dass wir hier oben einen weißen Rand haben im Himmel, weil uns da ja eine Reihe vom Himmel fehlt. Das kann man aber gegebenenfalls auch mit Programmen wie Photoshop oder Affinity Photo inhaltsbasiert füllen, nennt sich das. Dann kann man den Himmel erweitern. So, dann habe ich jetzt hier mein Bild. Affinity Photo hat hier auch noch den Vorteil, dass ich Magnetlinien habe, beziehungsweise Magnethalter. Sprich, wenn ich jetzt hier an die Ecke komme, seht ihr eine grüne Linie und dann ist das genau bündig. So, das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt muss ich das Bild nur noch speichern. So, damit das nicht zu groß wird, gehe ich wieder mit der Qualität etwas runter, klicke auf Exportieren, sage Speichern. Und bin dann jetzt auch schon fertig.